Jetzt kommt eine heilige Zeremonie. Ferdi, du bekommst einen Namen. Ach, Schiete, das muss ich ja. Ich muss das. Warum gibt es keinen tragbaren Amboss? Den gibt's ja. Kannst du in die Tasche packen. Ja. Kann ich doch nicht wissen. So. Amboss, der ist sowieso schon reichlich mitgenommen. So. Doch nicht so. Weil PewDiePie sein Pferd Jürgen genannt hat. Und zwar nicht nur eines, sondern dann hat er noch Bone Jürgen gehabt und Jürgen Number 2 und so weiter und so fort. Und mein richtiger Name ist hier Jürgen, falls du es nicht weißt. Da bin ich übrigens nicht alleine. Ich grüße hier mal einen bekannten Gast hier. So, PewDiePie. Mein Pferd, PewDiePie. Wie im englischsprachigen Let's Play. Stell dich mal richtig hin, PewDiePie. Pewds, mach keine Scheiße. Pewds, du sollst dich so hinstellen, dass ich dich fotografieren kann. Alter. Ach so, wenn ich das GUI wegblende, dann geht das sowieso nicht. Okay, ich werde da schon irgendwas rausschneiden. Ich habe jetzt die Schnauze erstmal voll. Wir können auch gleich hier bleiben. Wir gehen jetzt rüber zum Marakane-Institut. Und da sind ja noch die Höhlen unten im Berg, die wir letztes Mal ihrer Rohstoffe beraubt haben. Warte mal, ich wollte hier schon mal ein paar Bäume wegnehmen. Für die mächtige Zukunft, wenn wir hier eine Straße lang bauen. Wie gesagt, gestern in der... Guck mal, mit dieser scheißen rechten Maustaste kann ich nicht mal essen vernünftig. Ja, morgen wirklich, morgen muss ich los zum großen Elektro-Discounter nach Wandsbek, Hamburg-Wandsbek und eine Maus kaufen. 70 Ocken kostet das Ding, was ich haben will. Hat da oben ein Endermann, hat oben einen Klotz drauf gesetzt. Weißt du, deswegen hasse ich die Viecher, die müssen unbedingt sterben. Fällt mir ein, dass ich schon wieder vorhin aufgehört habe, was zu erzählen. Also, da hinten, wenn man vom Kioschheim Nether Portal runter guckt, in eine Richtung, ich weiß jetzt nicht, welche Richtung es ist, dann ist da ein großes Tal Nether Wastes. Das möchte ich mir angucken. Alleine schon, weil es so schön offen liegt und man da so wunderbar vom Gasunderfeuer genommen werden kann. Der kleine Masochist ist hier am Start. Ja, ja. So, ich wollte hier schon immer den Gravel rausgraben. Das mache ich jetzt mal. Vielleicht finden wir dabei ja auch noch ein bisschen Diarö. Das ist nämlich das Ding, wollte ich eben sagen. Wir gehen jetzt runter in die Höhle, die wir letztes Mal von den Rohstoffen befreit haben und holen da alles an Diarö raus, was geht. Ach, scheiße. Jetzt habe ich, Entschuldigung, Spiel natürlich. Jetzt habe ich drüben auf Honky Island die schon existierende Diarö vergessen. Ach, Kacke, und das ist jetzt auch kaputt. Ich gehe wieder zurück nach Honky Island und hole die Diarö dort, weil das ist mir einfach zu blöd. Dann bauen wir die erstmal weg am Arkanen-Institut. Und dann hoffen wir mal, dass wir auch ein bisschen Kohle finden, damit wir möglichst schnell die Erfahrungslevel loswerden können. Ich weiß, jetzt könnten wir sie loswerden, indem wir irgendwas anderes verzaubern. Wir sind jetzt schon ein Erfahrungslevel wegen PewDiePie los. Schönen Dank aber auch. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt wieder ein Pferd namens PewDiePie, finde ich geil. Ja, das ist so meine kleine Vergeltung an dem Herrn Kjellberg für die Frechheit, dass er meinen Namen, den Herrn des Namens missbraucht hat. Guck mal, läuft auch schon ein bisschen weiter wieder. Nicht vergessen, das ist der gekochte. Kann man eigentlich den Clownfisch kochen? Dann will ich gar nicht versuchen. Der gibt ja eh keine Nahrungspunkte, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, dann war das doch seine Eigenart, nicht wahr? Jetzt haben wir natürlich wieder Setzlinge im Inventar. Klar, warte mal.
Nee, das ist ja Gravel. Den packen wir hier unten rein. Ja, den müssen wir irgendwann dann in Lava werfen. Ach, jetzt haben wir hier auch noch Flintstone. Warte mal. Nein, das wollte ich ja drüben in der Markan. Mach dich nicht lächerlich. Ja. Aber ihr seid auch nicht konzentrierter. Ich habe mir eure Let's Plays angeguckt, liebe Freunde, und ihr seid bei weitem nicht konzentrierter als ich. Erzählt nichts, ist so. Ist meine Erfahrung mit euch. No names told hier. Also, warte, habe ich ein Bett dabei? Ja. Warum willst du überhaupt raus? Warum willst du überhaupt raus, wenn es Nacht wird? Komm. So, Mitte der dritten Folge, zwei Folgen geangelt. Alter, Entschuldigung. Aber ich habe auch eine Menge erzählt. Ich muss mir mal Tee eingießen. Und wenn diese Kanne Tee leer ist, mache ich mir noch einen Kaffee und noch eine Kanne Tee. Und diesmal ist Schwarztee am Start. Ich wollte mich gleich mit Kaffee loslegen. Den Kaffee mache ich mir dann um Mitternacht. Prost. Apropos Prost, ich wurde von einem Zuschauer gebeten, doch mal wieder ein wenig Alkohol während der Aufnahme zu trinken. Ja, das können wir irgendwann machen. Ich habe momentan keinen im Hause. Hat was damit zu tun, dass ich mir angewöhnt habe, wenn ich diese schlechte Laune habe, also wenn ich also aufgrund von Seelentrouble ja eher Agro entwickle, dann möchte ich keinen Alkohol im Haus haben. Aus Gründen, weil es tut einfach nicht gut. Mach dann dumme Dinge. Also nicht so dumme Dinge, wie du jetzt vielleicht denkst. Also nichts äußerst Katastrophales. Aber es könnte dann sein, dass ich schon mal, zum Beispiel mal auf deinem Kanal, auf deinem YouTube-Kanal unflätige Dinge poste, weil mir einfach danach ist. Solche Dinge. So. Zombie? Alte Zombiese, was hier los? Wo ist das Schwein? Wo ist das Zombie-Schwein? Ich fäll hier mal diese Bäume, die sowieso weg müssen. Ja, die müssen weg, weil... aber ich habe doch hier unten alles ausgeräumt. Was ist denn hier los? Lass mich verarschen. Irgendwas klimpert hier drin, ne? Auch. Also hier scheinen noch Höhlen zu sein. Lass mich mal hier ein bisschen rumgucken. Wir haben die Ecke hier hinten noch überhaupt nicht erkundet. Ach, guck mal. Kohle, Kohle, Kohle. Nehmen wir einfach mal mit. Weil sich das gerade so so dirnenhaft anbietet. Ich mag solche Ausdrucksweisen. Es bietet sich so dirnenhaft an, diese Kohle. So, jetzt haben wir gleich wieder 25 Erfahrungslevel. Und ich sag dir, bei 29 kommt ein Creeper um die Ecke und haut uns weg. Ja. Sei nicht immer so fatalistisch, Vater. So, was ist das da oben? Ist das eine Höhle? Ich guck mal rein. Nur weil wir gerade auf dem Weg zu 30 Erfahrungsleveln sind, da ist es doch schön, Höhlen zu erkunden, oder? Ja, es sind ja viele Fackeln. Und weil ich gerade Kram dabei habe, den ich auf keinen Fall verlieren will. Ja, das ist ja viel hier. Nicht. Aber guck mal, hier ist Diarol drin. Ne? Die holen wir uns. Ja, davon werden wir heute in der Tat eine ganze Menge produzieren müssen. Also schön viel Rizinusöl trinken, dann geht das. Die Fachleute kennen sich aus. Was grunzt denn hier? Geht's auch noch runter? Also schön viel Rizinusöl trinken, dann kann man Diarrhoe produzieren ohne Ende. Sauerampfer wirkt auch. Aber Rizinus ist das bekannteste Mittel. Ja. Bei mir wirkt auch immer ganz gut diese scharfe Chili-Soße von Flying Goose. Weißt du, da machst du dir so eine Gemüsebrühe. So, weißt du, dieses Gemüsebrühepulver, ne, das du mit Wasser aufgießen kannst. Ne? Und da haust du so ungefähr so ein
Esslöffel von der Flying Goose Chili-Soße rein. Also eine bessere Darmreinigung hast du nie auf die Reihe gekriegt, ich garantiere es dir. Also bei mir funktioniert das, das flutscht wie Sau. Entschuldigung. Ja. Ist aber manchmal auch wichtig, weil wenn du da so einen Tropfen hast, das ist unangenehm. So. Und dann bist du dankbar für alles, was schießt, ne? Kaffee wirkt bei mir nicht so gut. Kaffee hat eher den gegenteiligen Effekt, seltsamerweise. Aber das hat auch etwas damit zu tun, dass Kaffee mich austrocknet. Also, und dass dann halt alles eher so ein bisschen fester ist. Oh mein Gott. Ja. Ich hoffe, ich muss heute nicht wieder die Aufnahmesitzung wegwerfen, und zwar wegen ekliger Dinge, die ich erzähle. Hab neulich schon das war sowieso eine komische Aufnahme, eine 5,5 Stunden oder mehr Sitzung Satisfactory. Und Leute, also was ich da an Sachen gebracht habe. Also die absolute Stilspitze war, dass ich in eine Pause gegangen bin, aus der Pause zurückkam und dann ganz locker die Leute begrüßen wollte, so mit Hallo meine Guten, ne? Aber ich wollte das halt so ein bisschen so auf dem Hamburgischen, ne? Und so habe ich dann gesagt, hallo meine Juden. Und nicht so fett, ne? Weil mir wurde schlagartig klar, dass man das ja jetzt in verschiedene Arten und Weisen auslegen kann, ne? Also, und dann wiederum, als ich dann den Rückzieher gemacht habe und gesagt habe, was habe ich gesagt, ne? Da dachte ich dann auch so wieder, warum hast du das denn jetzt gemacht? Das kann man dir jetzt auch wieder als antisemitisch auslegen. Ist ja heutzutage sowieso so, nee, also, du bist ja so schnell, ne? Du bist ja so schnell im Verdacht, irgendwie der nächste Adolf zu sein. Du brauchst ja gar nichts Großes zu machen. Du brauchst dich nur mal zu versprechen, ne? Also so, so weit wie der Drachenlord müsste da gar nicht gehen, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, der hat es ja nun wirklich auch übertrieben. Was haben wir hier? Guck mal, schon wieder eine Höhle. Also das Spiel will mich irgendwie tatsächlich vor Erreichen der Zauberpunkte zerlegen. Alter, dieses Doppelklick-Kack-Ding. Hier ist auch irgendwo Lava. Das war ja schon wieder so ein Popel. Ach, schon. Ich glaube, Schwarztee starten ist noch schlimmer als mit Kaffee zu starten. Merke, Schwarztee, schlimmer als Kaffee oder Ingwertee. Am besten ist immer noch mein Chai-Tee. Ich habe übrigens diesmal die Packung endlich mal hier. Hier, das ist der Chai-Tee vom Lidl. Halte ich jetzt nur hier rein, kriege ich auch kein Geld für. Saugeiles Zeug, Kirpa heißt das Zeug. Und ist gar nicht so teuer. Also wenn du den, ich weiß es gar nicht, was er kostet, aber wenn du das mal mit den Kosten für Chai-Tee anderer Hersteller vergleichst, ich mache jetzt mal keine vergleichende Werbung, weil das haut richtig rein ins Kontor, das hat richtig wettbewerbsrechtliche Folgen. Also hier kann ich ja jetzt noch sagen, ich kriege kein Geld, ne? Aber wenn ich sage, na, das ist saugut und Preis und so weiter, aber ich sage jetzt ganz einfach mal, insofern vergleichend, wenn du dir mal Marken-Chai-Tees anguckst, ne? Geschmacklich nicht unbedingt besser. Nee, ganz und gar nicht. Um ein Vielfaches teuer. Also, ich kann nur sagen, ich mag Lidl. Viele der Lidl-Hausmarken sind einfach sowohl von der Qualität als auch vom Preis her absolut unschlagbar. Ja. Ja, und das sage ich einfach, weil mir das Zeug gefällt, was die machen. So, ich wollte das Zauberbuch hier endlich mal reinpacken. Wir haben hier schon eine ganze Menge. Und ich werde gleich mal noch eine Truhe machen, weil sie wird nötig sein. Und wenn wir hier weiter in der Gegend rumeiern wollen und auch so ein bisschen hier. Wir werden jetzt hier am Arkan-Institut bauen, alleine schon, um diese Setzlinge, die wir jetzt hier haben, wegzukriegen. Zack, zack. Steinschneider haben wir. Helge Steinschneider. Ich werde jetzt einfach mal hergehen und was haben wir eigentlich zum Auffüllen? Ja, mit dem Auffüllmaterial wird es ein bisschen knapp. Aber nur ein bisschen. Hier muss ich mir was ausdenken. Ich
denke mal, ich werde hier einfach. Ich weiß nicht. So, das hier kommt mal weg. Hier so, ne? Und dann mache ich hier mal so. Ja, wenn wir heute glücklich werden mit der Aufnahme, dann weiß ich nicht. Also, das. So, und hier auch noch ein. Aber hier haue ich einfach mal eine Slab rein, weil muss ja nicht sein, dass wir hier Sachen verschwenden. Ich weiß auch nicht, was ich mit dieser Höhle da machen werde. Also, jetzt haue ich erstmal die Fackel weg. Auf jeden Fall holen wir hier die Diaröhre raus. Komplett. Das wäre schön dunkel hier. So. Auf jeden Fall holen wir hier die Diaröhre raus und dann wird der Kram wahrscheinlich auch zugeschissen. Entschuldigung. Zugeschüttet natürlich. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, wie das hier jetzt war. Jetzt gehen wir da hoch und bauen das dicht. Oh Mann. Wir werden hier noch Spaß haben mit dem Doppelklick. Ich sehe gerade, was anderes könnten wir auch Spaß mit haben. Würdest du bitte. Danke. Na komm, ich setze das Bett mal da unten dauerhaft hin. Hier irgendwo in der Ecke. Und dann schlafen wir erstmal eine Runde. Ach, was trinken. So. Gleich eine Stunde aufgenommen. Davon 40 Minuten angeln. Nein, ich bin nicht stolz darauf. Glaubt es mir. Ich bin zutiefst betrübt, meine lieben Brüder und Schwestern, dass ich euch was antun musste. Aber das Leiden ist ja nun vorbei. Ich hau mal da noch einen rein. So. Wir machen das hier erstmal zu. Und ja, das ist pupetrisch dann, aber das ist auch egal. Weil das ist ja alles nicht endgültig. Nichts in Stein gemeißelt. Ich hätte gerne noch chiselt Diaröhre. Also dass da, dass es so einen glänzenden Block mit einem Muster gibt. Das wäre, das würde wirklich noch fehlen irgendwie halbwegs. Ich mache hier schon mal so halbwegs, wie das dann später werden soll. Natürlich werden die Hohlräume dahinter aufgefüllt. Ich werde das nicht so lassen. Machen wir am besten gleich mal. Aber wir haben nicht genügend Auffüllmaterial. Aber dazu ist zu sagen, dass wir hier vor dem Institut eine ganze Menge an Material haben, das noch abgetragen werden muss. Jawohl. Man darf wirklich nur ganz kurz klicken. Das Problem ist das Halten der Maustaste. Und das wird uns Spaß machen, wenn wir mit dem Bogen schießen. Das kann ich euch mal erklären. Und da ich ein absoluter Bogenfreak bin, da sollten wir vielleicht heute das Kämpfen irgendwie mal halbwegs sein lassen. Ach bitte, Sonny. Nein, ich weiß, du willst mich sterben sehen. Das ist der einzige Grund. Wir wollen dich sterben sehen. Wir wollen dich sterben. Nein, also ganz so viele missgünstige. Nase, guck mal. Ich muss mal kurz die Nase putzen. Ich werde doch wohl kein Covid haben. Nein zum Divey. Nein. Also, Sand haben wir ja noch. Wir bauen erstmal die Diaröhre hier weg, die geht. Was geht, Digga? Ja, da oben ist auch noch ein Klotz, der falsch ist. Ja, ich weiß immer nicht, ob die falsch sind, weil das kann auch passen. Oh, guck mal. Ja, jetzt tanzt da oben der Klotz rum. Weißt du was, das ist mir sowas von wurscht. Das ist mal wurscht.
der Schmarrn. So, zack. Hey, das klappt ja heute wirklich mal ganz ausgezeichnet. Warum sagt er das jetzt? Ja, weil es gestern nicht ausgezeichnet geklappt hat. Ja, auch deswegen ist diese Aufnahmesitzung nicht veröffentlicht worden. Ja. Ich reserviere mir dieses Recht, dass ich sage, nee, das war einfach Scheusee. So. Ansonsten mache ich hier Uncut. Da bin ich ja schon sehr, 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 sehr ehrlich. So, na, das geht ja mal gar nicht.